Jo, hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video hier. Heute gibt es leider kein Messer-Unboxing, aber ein Unboxing zu was anderem. Und ich würde sagen, schauen wir gleich mal rein. Heute Unboxing mit dem Viper Den 2. Joa, dann schauen wir mal, was ich bekommen habe. Und hier sehe ich es schon. Und zwar eine EDC-Pouch von Vancrest. Den Link dazu findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Ja, machen wir es mal auf und schauen wir uns das Teil an. Hier haben wir schon mal wieder was zum Lesen, sogar recht viel. Hierbei handelt es sich um die Vanquest Husky Pocket Maximizer Organizer Pouch des Todes. Also jedenfalls ein EDC Organizer. Okay. Schauen wir uns das Teil mal an. Es ist, ja, recht groß, beziehungsweise wie ich finde, es hat eine angenehme Größe. Hier noch Platz für ein Patch. Mal schauen, was da drauf kommt. Hier haben wir noch Vanquest. Okay, auf der Rückseite haben wir wieder Schlaufen, um die Tasche, ja, an den Rucksack zu befestigen oder auch sonst wo oder auch an den Gürtel. Machen wir mal auf und hier haben wir ein wunderschönes Orange und viele, 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 viele Taschen. Also, ich würde sagen, wir füllen das Teil mal, denn wir haben hier Platz für ein Multitool, für ein Victorinox, dann natürlich für eine Taschenlampe, braucht man auch, dann für ein wenig Spielzeug, für einen kleinen Fidget Spinner. Jo, aber machen wir den jetzt mal rein, am besten einfach hier. Und wie ich es gerade merke, diese Laschen sitzen extrem fest. So, dann hier das Vargo-Tool. Wo gebe ich das rein? Einfach mal, ja, okay. Ich gebe es mal hier rein. Wird schon irgendwie passen. Was natürlich immer dabei sein muss, ganz klar, ein Balisong-Trainer. Okay, und den geben wir jetzt noch hier irgendwie rein. So, okay, was es noch braucht, Ladekabel natürlich. Erst neu gekauft, falls Fragen auftauchen. Okay, wie ihr seht, man hat doch recht viel Platz. Hier haben wir dann noch einen kleinen Haken. Da könnte man auch noch was dran machen. Ja, natürlich habe ich noch sonstiges EDC-Zeug. Wie zum Beispiel hier meine Tactical Pen von Blackfield. Die gebe ich jetzt einfach mal hier rein. Okay, da hat sie nicht wirklich Platz. Mal sehen, wo ich die reingeben werde. Ja, einfach mal durchstecken. Also die passt hier mit Ach und Krach rein. Ja, es geht. Und dann noch mein momentanes EDC-Messer, das Ganzo G729. Mit einem perfekten Klingengang, wie ihr seht. Fällt auch von alleine zu. Okay, das Aufschnippen vor der Kamera ist natürlich immer wieder so eine Sache. Vorführeffekt. Okay, ich glaube, das müsste hier noch Platz haben. Also, damit wäre mal das Gröbste in meinem EDC Organizer. Was mir jetzt schon sehr gefällt an diesem Teil, hier ist wirklich verdammt viel Platz. Also man kann unzählige Sachen da reinstecken. Schauen wir mal, ob wir das Teil überhaupt noch zubekommen. Was ich hier gut finde, ist, dass wir hier beim Reißverschluss noch ein Paracord dran haben. Damit wird alles schon wesentlich einfacher. Und ja, wir haben die Tasche noch zubekommen.
Und jetzt ist alles sicher und toll verstaut. Gefällt mir richtig, richtig gut. Ich persönlich habe mittlerweile so viel Zeug dabei, dass ich einfach so eine Tasche brauche. Denn ich kann nicht das ganze Zeug in meinen Hosentaschen haben oder sonst wo. Deshalb hat es jetzt in dieser Tasche hier Platz gefunden. Natürlich ändert sich mein EDC-Zeug immer mal wieder. Vielleicht mache ich dazu auch mal ein Video, wenn ihr Lust dazu habt. Schreibt's mir doch mal in die Kommentare. Und was mich natürlich wieder interessieren würde, wäre eure Meinung zu diesem Teil hier. Die Verarbeitung scheint ja schon recht gut zu sein. Das Teil bietet viel Platz, ist angenehm, also mir gefällt's. Ja, und dann bedanke ich mich fürs Zusehen, Leute. Vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren, falls ihr hier zum ersten Mal seid. Und klickt hier drauf, um noch zwei weitere Videos von mir anzuschauen. Bis dahin, habt einen tollen Tag. Euer Dirty Cross. Ciao.